aber... 10 Schuss ist halt nicht viel, ne? Dafür, dass es auch keinen Rückstoß hat, wie meine Wumme da vorher. Mann! Wow. Da ist was Großes. Er hat so Kanister, da muss man drauf schießen. Mhm. Das war ja der, den wir vorhin schon gekillt hatten. Problem ist, das Gewehr der Dämmerung ist, glaube ich, nur gut für seine Ulti. Zumindest so richtig gut. Es wäre cool, wenn sich die Muni dann aufladen würde, so auf, ne, Max. Das wäre halt eh cool, wenn es da so eine Fähigkeit geben würde, dass nach und nach Munition regeneriert wird. Wäre zwar ein bisschen imba, aber... Irgendwann gibt es dann so Dual-Wield wie bei Dings, Salvatore oder wie er hieß, bei Borderlands. Zwei ist unnötig. Ich dachte, da kommt vielleicht noch einer. Ah, da ist noch einer. Halt mich, los. Ach, das ist gar kein Gegner. Komm, komm, komm. Ruhepause des Astropaten. Das sind doch die auf 9 Live immer, dass die hier die mit den Toten geredet haben. Genau, genau die sind es. Das ist hier quasi deren Chill-Out-Area. Meine Tasche ist voll. Hinter dir. Schilde das. Erstmal eine Druckwelle ins Gesicht gezimmert. Erst nach unten, oder? Hätte ich gesagt, ja. Frage ist, springt man da ganz runter, oder? Ach, da gab es eine Treppe. Ups. Da ist noch eine Kiste. Meine.
Okay, da kommt was. Wo denn? Ah, hier. Oh. Bio, 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 bio. Hm. Oh, fast wäre ich da runtergedödelt. Bin mir nicht sicher, ob man dann da runterspringen sollte. Hier eher, wenn dann, oder? Wo bist du denn? Ach, da. Ach so, da unten ist ja schon Boden. Aber es gibt halt echt so viele Ringe. Mhm. Oh mein Gott. Okay, aktuell. Auf der, basierend auf der aktuellen Waffenhitze erhöht es den Schaden. Das ist bei Waffen, die Waffenhitze haben, bestimmt richtig geil. Okay. Das ist so eine Schleuse und dann. Da ist ein schwarzes Loch. Ja. Wie seltsam. Wie seltsam. Ich fass es an. Man, das geht nicht, oder? Ich meine, dafür ist irgendwas, was man. Ah, doch. Man kann die Hand reinstecken. Ah, ja, klar. Warum werde ich mit reingezogen? Ich hab's nicht angefasst. Mit gehangen, mit gefangen. Oh. What the fuck? Achtung, Flieger unterwegs. Wo ist er? Wo ist er? Ich meine, du kennst Metal Gear Solid 1 nicht, aber. Das ist Psycho Mantis. Das ist wieder so ein Rumpolter. Okay. Kennst du Psycho Mantis? Nee, ne? Nein, aber der Name ist super. Zeige ich dir mal irgendwann. Warum müssen die immer alle so eklig auf dem Boden rumkrabbeln? Eigentlich schwebt er mehr. Wow. Der tat jetzt weh. Ah, man kann. Ne, kann man doch nicht. Kann man doch. Ich glaube, man kann aus dem Porting wegflitschen. Oh, okay. Wenn er versucht, einen zu porten. Warte mal, ich freeze gerade, warum? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Mm, okay. Oder ist das jetzt die Strafe dafür, dass ich ihm aus seinem Port rausgeflitscht bin? Oh, das kann natürlich sein, ja. Hey. Doch, die Waffe ist mega. Ah, die Bosse sind schon witzig teilweise. Mhm. Und jetzt? Ich weiß nicht, können wir hier durch, oder? Ja, das konnten wir ja vorher schon. Komm, 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 komm. Bleiben Sie mal ganz ruhig, nee, junge Frau. Nee. Ich mein's nur gut. Ich hab keine Muni mehr. Tja, das ist ja blöd. Ja. Aber es war's hier eh schon wieder, ne? Hier ist ein. Der sieht ja witzig aus. Vor allem hat er irgendwie was vom Psycho Mantis. Ich google dir gleich Psycho Mantis. Ich blende den am besten in mein Video dann ein. Macht das ja. Aber ich glaube, das war's hier schon wieder. Zwei dann übrigens. Haben wir wieder. Ja. Da haben wir ja wieder keine Kugel bekommen. Hm, vielleicht muss man nur die jeweiligen Bosse killen. Aber das Witzige an dem Psycho Mantis-Kampf war, dass das einen sehr ops genommen hat. So, wenn man keine Ahnung hatte, wie, was, wo. Weil der hatte ein witziges Feature, dass der den Input von deinem Controller gelesen hat. Und so halt vorausgesehen hat. Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Kann sein, ja. Dass der dann vorausgesehen hat sozusagen, was du für Moves hast. Und du konntest es hops nehmen, indem du deinen Controller in den zweiten Spieler steckst. Und der dann halt deine Fähigkeiten nicht mehr... Das hast du mir nicht erzählt. Wir haben noch mal so ein Video gesehen mit den komischsten und schwersten Bossen der Geschichte. Und da war das doch erklärt gewesen, weißt du noch? Ja, das kann sein, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Kampf gewesen. Interessant, wie man das umgeht, ja.
Vor allem, wie soll man darauf kommen? Ja. An alle, denen ich jetzt gespoilert habe, wie es funktioniert, tut's mir leid. Meinst du, das spielt heutzutage noch jemand? Der Metal Gear ist cool. Wenn es okay. Da mal ein Remaster... Warte mal, soll es nicht sogar ein Remaster geben bald? Hm. Was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Muni. Ah. Hm. Was ist das? Was? Aua, die tun ja voll weh, Mann. Oh nö. Dicker. Ach, hinter uns ist auch noch was. Ja, ja. Nein, sammel es nicht ein, ich brauche die Muni. Wen meinst du? Ich! Ich hab doch eins gemacht, ich wollte den Dude da killen. Das ist ja interessant hier. Siehst du, die warten auch darauf, dass er die Beine breit macht. Ja. Es geht los! Es geht los! Wo denn? Ich denke mal, das ist ein Boss, aber ist gar nicht. Also ein. Ich glaube, hier kommt wieder irgendwo was Großes. Ah. Geist gegen Geist. Snatch dir halt immer die Muni. Ich brauche halt auch Muni. Nein. Okay, Entschuldigung. Ich hab gar nichts mehr. Hast du auch keine Kiste? Doch, aber gönn mir doch mindestens ein bisschen. Ich hab 5 Schuss, also halt, und mein Gewehr, aber... Jetzt nein, kannst ich, du wieder. Nein, jetzt habe ich... jetzt ist schon okay. Verstehe schon, so ein Spiel ist das hier. So, wieder zurücklaufen, glaube ich. Schon lange kein Rätsel mehr gelöst. Hä, natürlich. Na, so ein richtiges Rätsel? Hä, wo denn? Ja, okay, so ein richtiges Rätsel jetzt nicht unbedingt. Aber das mit dem... mit der Tür zum Beispiel da bei dem Dingen und, ja. Ja. Oh
Harte. Ja. Vor allem, es sieht eher aus wie dieses Fingerding aus Elden Ring. Ja, ja. Wahrscheinlich wurde da einfach so zwei Hände eingeklemmt. Ja. So Geisterhände oder so. Oder so Zombie-Hände von so einem Beschwörer-Dude. Oder diese Zahndinger von dem, der da immer die Toten beschworen hat. Zahndinger, der die. Na, dieser eine Boss, der die dann um sich rumschweben lassen hat und so. Sollen wir erstmal kurz zum. Ja, ja, zum Jackenpoint. Ach so, ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. So, Sekündchen. Okay. Okay. Das fühlt sich nicht gut an. Nee, ich glaube auch. Kannst du da rein? Nee, ne? Ach so. Nö, diesmal nicht. Sieht aus wie eine Wirbelsäule oder so. Sieht aber aus, als würde da was runterkommen und nicht hochfahren. Ach so, als würde hier so ein Ding fehlen. Achso, und wo sind wir gekommen von da? Mit dem Aufzug fahren, oder? Wahrscheinlich, ja. Weil jetzt können wir da noch nichts machen. Nee. Wahrscheinlich müssen wir oben den Ding runterschicken. Den Sitz, ach der so fehlt. Ach so. Hinter uns oder wo? Weiter so. Der Bewahrer hat unser Schicksal besiegelt. Sein unbeschreibliches Kalkül ist zu dem Schluss gekommen, dass Ruth unempfindlich gegen alle Kräfte sein würde, die Alepsis Taucher hervorbringen könnte. Diejenigen, die ihre Schöpferin entgegentreten möchten, sehen dies als einen Segen und haben entsprechend gehandelt. Meruts Kurs ist festgelegt. Unser Untergang ist jetzt unvermeidlich. Okay. Ich kann nicht vorhersehen, was passieren wird. Ich weiß nur, dass es für die Dressier nicht gut enden wird. Die Berechnungen des Bewahrers mögen rational genug sein. Aber sie stimmen nicht mit der Weitsicht der Astropathen überein. Jenen, denen die Glut Sicht gewährt hat. Leider reicht unsere Einsicht nicht aus, um unser Volk zu beeinflussen. Es ist nun irrelevant. Ich wurde überstimmt und wir können nichts mehr tun. Und vielleicht irre ich mich. Vielleicht, obwohl meine Knochen etwas anderes sagen, erwartet uns unsere Göttlichkeit im Schwarzen Loch. Ich hoffe es. Im Schwarzen Loch, siehst du? Oh mein Gott, das war so klar. Ungewissheiten festzulegen. Ich habe meine Kammern gegen eine Vielzahl von Kräften geschützt. Ich werde mich darin einschließen, zusammen mit allen, die sich mir anschließen wollen. Hier ist niemand. Können wir vielleicht überstehen, was da kommen mag. Wir werden eine begrenzte Menge an Nahrung haben. Es sei denn natürlich, wir wollen uns vom Blutstaub selbst ernähren. Aber ich vermute, wir brauchen uns nicht lange zu verstecken. Wir sollten sofort wissen, ob Alepsis Taucher uns unsere traurige Existenz lassen wird. Alepsis Taucher. Okay. Apropos, haben wir eigentlich jetzt jemals den Wolf und den Hirschen so gesehen? Nee, ne? Nee. Cool. Du steigst auch überall ein, ne? Da, Mann. War kein Fremder drin mit Bonbons und so. Also darf ich. Jetzt gleich unten warten können. Ja, aber ehrlich. Wofür bin ich jetzt mitgekommen?
Die Frage ist, bist du dann auch unten wenigstens oder bist du oben? Ne, ich bin jetzt oben. Müssen wir jetzt gegen alle Geister gleichzeitig kämpfen? Was für Geister? Nix. Siehst du das jetzt gar nicht? Nee. Lol, echt jetzt? Ja. Hier startet gerade ein Bossfight. War cool. Der Astropath. Und die Türen sind zu. Nice. Oh Gott, tut der weh. Du bist doch unten, du Ratte. Ja, ich bin runtergekommen, hä? Ach so. Ratte, sag ich doch. Schieß auf den Ball. Boah, Junge, was ist das Laser-Ding? Was sind das für Strahlen? Oh Gott, das sind wirklich Laser. Oh. Wäre ich mal oben geblieben. Au. Oh, wie gemein, Alter. Nein, hau mich nicht. Ja, wie die Nachtweberin. Hör auf! Oh, jetzt spaltet er sich auch noch. Es ist so dunkel. Okay. Hey, Kuri, bist du noch hier? Nein, ich bin weg. Ich bin wieder oben. Ja, schön wär's. Wieder sein Dance Dance Revolution Ding. Mist. Das hat er auch gesagt. Ha! Daneben, Ratte! Es wäre cool, wenn es die anderen auch wegläsern würde. Hm. Aber ich bin so gut! Ich grad nicht. Mich jetzt erwischt. Aber ich lebe noch. Wieder. Ich vergesse jedes Mal, dass er das macht. Das ist ein witziger Angriff, finde ich. Mhm. Ah, diesmal habe ich es nicht vergessen. Oh scheiße, ein zweiter Angriff. Das ist gemein. Geil. Easy. Oh, jetzt habe ich aber performt, du mein Freund. Dankeschön. Sehr gerne. Ach, schön. Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich auch mein Bestes gegeben. Und jetzt? Wir sind hier fertig, glaube ich. Und wir stehen da oben verlassen. Nee, da ist noch was, warte. Da, schon. Da lang. Warte. Da lang. Da hinten, ja. Ja, bei dir. Ui. Hallo. Jetzt drehen sich die Dinger vielleicht alle. Wer ist hallo? Na, einfach hallo. Hm. Wir müssen mal nicht zurücklaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn hier los? Wahrscheinlich mussten wir nie zurücklaufen. Wir haben noch nie weitergefunden. Meinst du? Schieß mich halt ab. Oh, jetzt kommt er. Oh, der hat es aber echt langsam gestellt. Du siehst, ach komm, Alter, weißt du, du siehst, dass ich da was kaputt mache und läufst weiter.
Hey, mach die Beine bereit. Dann gönn dir. Das sieht richtig aus. Nö, will ich nicht. Tse. Aha, mal kurz den Fuß reingehalten. Ja, war mir aber zu kalt. So, ich glaube, eins fehlt noch, ne? Ne, zwei, oder? Haben wir nicht erst drei? Oh, was? Oh, hör doch auf. Ja, wir haben doch vorhin keine bekommen die ganze Zeit. Oh, wir haben keine bekommen. Ja. Weil es falsch war. Wir haben wirklich erst drei. Ja, Pech haben, müssen wir da nochmal hin, wo wir schon waren. Nein. Und das ist wirklich so, dass wir dann noch nicht alles... Nein. Tja. Den Aufzug haben wir ja. Da rechts ist noch irgendwie was. Da ist noch ein Aufzug, den haben wir aber auch. Turmspitze des Aufstiegs. Da und hinten da ist der Bewahrer. Na gut. Vielleicht lässt er uns ja auch mit drei Stück schon rein. Dann nimmt sie uns ab. Ja. Wahrscheinlich so, danke und jetzt sterbt. Ach so, keine Munition mehr. Ja, super. Ich habe auch keine. Und ich bin tot. Na cool. Das ist schon lange nicht mehr passiert, Mensch. Ah, du kannst ihn zu mir schicken. Mhm. Ah. So, warum hat dich das nicht geheilt? Alter, ihr seid ganz schön belastend. Naja, ich kann ihn umschicken. Ja, ich wusste nicht, dass du ihn auch zum Heilen schicken kannst, quasi. Ja gut, es würde ja nur funktionieren, wenn du noch Aufladungen hast. Ich habe noch vier. Na siehst du. Hatte fünf. Ansonsten läuft er zu dir und ja. Also das geht dann über meine Aufladung, nicht über deine, ja? Mhm. Okay, praktisch. Dann bin ich unbesiegbar. Solange wie ich... Ja gut, er kann es halt nur einmal alle... Ach so. 30 Minuten. Dann bin ich alle 30 Minuten unbesiegbar.